Nein, in diesem Projekt rede ich nicht über VR und AR, sondern über die 3D-Technik, die viele von uns im Kino schätzen gelernt haben. Angefangen bei Beowulf und Avatar bis hin zu all den Marvel-Krachern wie The Avengers. Genau dieses 3D-Erlebnis kann man auch zu Hause beim Gaming haben. Oder besser gesagt, könnte man. Denn die dafür nötigen 3D-Brillen sind mittlerweile out und die Hardware, die zwischen 2010 und 2015 produziert worden ist, wurde offiziell kaum oder gar nicht mehr unterstützt. Genauso wie diese 3D-Vision-Brille der zweiten Generation von Nvidia. Die aktuellen Treiber und Grafikkarten unterstützen diese Technik nicht mehr. Das heißt aber nicht, dass diese Brille nicht weiterhin genutzt werden kann. In diesem Video zeige ich, wie man die Brille, falls man die passende Hardware hat, auch heute noch nutzen und genießen kann. Wenn man so eine 3D-Brille hat und den passenden Monitor, der 120 Hz fähig ist und unterstützt wird, dann kann man es mit der Einrichtung versuchen. Hier gibt es viele Möglichkeiten, sich ein passendes Setup einzurichten. Vielleicht will man einen Dual Boot einsetzen, sodass man ein System hat, das nur für das 3D-Gaming genutzt wird. Das lohnt sich aber nicht, wenn man nur alle 3 Monate zum Spielen kommt. Dann möchte man nicht jeden Tag, wenn man den Rechner zum Arbeiten startet, gefragt werden, ob man 3D-Games spielen will. Ein zweiter Rechner könnte in Frage kommen. So habe ich es gemacht, wie man es in dem verlinkten Video oben sehen kann. Egal, wie ihr euch entscheidet, danach ist es derselbe Weg. Ihr ladet euch am besten zuerst das kostenlose Hilfsprogramm 3D Fix Manager von Markus Gündert herunter. Einen Link findet ihr in der Videobeschreibung unten. Das Programm kann ohne Installation gestartet werden und bietet einem alles, was man braucht. Hier findet man eine Übersicht zum Stand der Dinge, ob 3D Vision auf dem PC ausgeführt werden kann oder nicht. Außerdem liefert das Programm auch noch Treiber, die man braucht, und eine Liste der Spiele, für die es 3D-Patches gibt. Wenn das Programm auf dem PC ist, solltest du das Internet abstellen, damit Windows bei der Installation der passenden Treiber nicht dazwischen funkt. Dann deinstallierst du die Treiber der Grafikkarte im Gerätemanager von Windows. Eventuell hilft hier auch ein Bereinigungstool wie CC Cleaner. Es geht aber auch so. Anschließend installiert man die alten Nvidia-Treiber, die noch eine Unterstützung der 3D-Vision-Brille bieten. Zum Beispiel die Versionen 418.91 bis 452.06. Alle aktuelleren gehen leider nicht mehr. Zuletzt ist es vielleicht noch notwendig, weitere Treiber zu installieren. Die findest du in dem Ordner des 3D-Fix-Managers. Ich brauchte mehrere Anläufe, bis es bei mir geklappt hat. Am besten, man installiert alles über den Fix-Manager und dann manuell die gerade gezeigten USB-Controller. Es kann frustrierend sein, wenn es nicht auf Anhieb klappt, weil irgendetwas doch nicht passt. Aber wenn man die Reihenfolge einhält, müsste es gehen. Wenn nun auch die Hardware angeschlossen ist und alle Tests positiv ausgefallen sind, kannst du die Spiele deiner Wahl installieren, eventuell einen Patch drüberlegen und es kann losgehen. Egal ob Shooter wie Metro Last Light, Action-Adventures wie Tomb Raider oder auch Plattformer wie Trine. Alles macht noch etwas mehr Spaß in 3D. Die Immersion ist höher. Es bleibt aber auch anders als VR. Wer unter Motion Sickness leidet, kann hier trotzdem ein schönes 3D-Erlebnis haben. Überhaupt sind diese zwei Arten von 3D kaum zu vergleichen. Wenn du dich dafür interessierst, schreib doch einen Kommentar. Wenn dieses Video hilfreich oder interessant war, lass ein Like und Abo da. Danke fürs Reinschauen. Ciao und bis zum nächsten Mal.